So, hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück auf Super Squad Gaming bei Let's Play Risen. Wir sind in Folge 3 und beim letzten Mal haben wir etwas Überlänge gehabt und haben den toten Rekruten Hemmler gefunden und haben außerdem den... Ich werde dir besser auf die Finger schauen. Halt die Schnauze, Alter! Haben außerdem ein blutiges Küchenmesser in seinem Rücken gefunden und da werden wir jetzt natürlich den Koch befragen. Du bist neu hier, was? Ja, ich bin noch nicht lange hier. Dann steht dir eine Schüssel Eintopf zu. Hier, isst das und dann verschwinde. Oder besser noch, verschwinde erst und isst dann. Ja, kann man auch machen, aber davor... Kennst du diese Klinge? Das ist wichtig. Hab ich noch nie gesehen. Du hast sie dir gar nicht richtig angesehen. Hör zu, das ist nicht mein Messer. Und jetzt verschwinde. Carlsen kennt es, aber und sagt, dass es deins ist. Was geht mich das an? Er weiß, dass es eins von deinen ist. Bei allen Seeungeheuern, was willst du von mir? Junge. Dein Messer ist die Mordwaffe. Das macht dich verdächtig. Ah ja? Vielleicht wurde mir das Messer ja gestohlen. Vielleicht will jemand nur den Verdacht auf mich lenken. Schon mal daran gedacht, du Schlaukopf. Ja, vielleicht schon mal daran gedacht, sich dann zu beschweren, wenn ein Messer fehlt. Das hätte ein bisschen den Verdacht von dir weggelenkt, Kollege. Was für ein Sackgesicht, ey. So, kann ich mit dem noch mehr machen? Ich glaube nicht, oder? Ah, hier doch. Wann ist der Mord geschehen? Hemmler wurde getötet, als du angekommen bist. Seitdem hat niemand die Festung verlassen. Wir müssen daher davon ausgehen, dass der Mörder immer noch hier ist. Du benutzt deinen Verstand. Du bist eine gute Wahl. Oh, du kannst logisch denken. Du bist eine gute Wahl für den Rekruten. Warum ist Hemmler? Aber das wird er wahrscheinlich nicht wissen. Das ist eine gute Frage. Dort solltest du ansetzen. Wenn du das Motiv kennst, wirst du auch den Mörder finden. Oh, jetzt muss ich mal das Mikro ein bisschen anders hinstellen, sonst habe ich irgendwie das Gefühl, dass man mich gar nicht hört. So, wo soll ich anfangen? Wo soll ich anfangen? Am Tatort. Der Novize Kaspar ist verantwortlich für die Schlafkammern. Das ist doch mein Vielleicht guter Hinweis. Weiß er etwas. Er handelt auch mit vielen der Rekruten. Das ist doch mal kommt viel er sicher sinnvoller. Einiges mit. Sprich mit ihm. Er soll dir helfen. Jo, ab zu Kaspar. Ach, da fällt mir gerade ein, ich habe ja noch den Rekrutenstab bekommen. Ich habe einen Schaden 16. Alter, der ist sogar tatsächlich besser als das Schwert. Man möchte es gar nicht glauben. Okay, Kaspar. Hey, neu hier, was? Ich bin Kaspar. Ich sag's dir gleich. Ich bin nicht hier, um deinen Dreck wegzumachen. Also halte deine Kammer sauber. Alles klar, aber... Ich habe einen Auftrag vom Inquisitor bekommen. Tatsächlich? Und? Was will der Alte von dir? Ich soll den Mörder von Hemmler finden. Ach du Scheiße. Gut, dass ich nichts damit zu tun habe. Tja, schlechte Nachrichten. Meister Vitus sagte nämlich, du sollst mir bei der Suche helfen. Was? Machst du Witze? Nein. Na toll, warum werde ich immer in solche Sachen reingezogen? Das muss in deinem Namen liegen, ey. Schätze, ich helfe dir lieber, bevor ich noch Ärger kriege. So. Dann erzähl mir mal, was du über Hemmler genau, weißt. Genau, Infos. Er war auch ein Knastbruder. Ein verschwiegener Bursche, der still und heimlich seine Geschäfte gemacht hat. Still und heimlich ist nicht gerade das, was uns weiterbringt. Ja. Dann such nach Hinweisen. Hast du dich schon in seiner Kammer umgesehen? Ja. Ich habe Hemmler und seine Schlafkammer durchsucht. Und? Was hast du gefunden? Ein Küchenmesser, ein Krautpaket. Fangen wir mal mit dem Unwichtigsten an. Gut, das kannst du aufessen. Ich glaube nicht, dass die eine Rolle spielt. Ein wenig Gold. Hemmler hat mit seinen Geschäften ganz gut verdient. Was denn, die paar Münzen? Das sieht nicht nach guten Geschäften aus. Vergiss die Münzen. Er hatte sein Gold nie bei sich. Angeblich hat er es irgendwo in der Festung versteckt. Oh, Mann, das können wir dann also auch noch finden. Das ist dann gleich die zweite Schatzsuche, die wir hier in dem Spiel haben. Geil. Ein paar Krautstängel. Das ist nicht ungewöhnlich. Schließlich war er unser Krauthändler. Aha. Und woher hat Hemmler seine Ware bekommen? Da er nicht selbst angebaut hat, wird er das Zeug von draußen gekriegt haben. Aber warte mal. Hemmler selbst durfte die Vulkanfestung gar nicht verlassen. Also muss er einen Partner gehabt haben, der ihm Nachschub liefern konnte. Und dann haben wir noch ein Messer. Ein Messer. Da klebt Blut an der Klinge. Vermutlich die Tatwaffe. Hast du das Messer schon mal gesehen? Es sieht aus wie eins von Harlocks Küchenmessern. Aber sicher bin ich mir nicht. So, ja, du weißt das nicht ist noch zufällig, eine andere interessante wer als Sache. Partner in Frage kommt? Also ich bin's nicht. Ja, wow, das ist es muss jemand weiter. Sein, der die Festung verlassen kann. Ich schätze, da kommen viele in Frage. Keine Ahnung, ich bin nicht der Verwalter. Sprich doch mal mit Meister Pallas. Das ist doch mal ein guter Vorschlag. Danke, Kollege. So, was ist das hier für eine Tür?
Oh, das Badehaus. Ist hier irgendwo jemand drin? Nein? Was gibt's hier drin? Schönes. Mana-Trank und Grog. Das nehmen wir mal mit. Oh, und ein Besen. Den nehmen wir auch mit. Nicht, weil ich irgendwo sauber machen will, sondern schlichtweg, weil man diese Dinger verkaufen kann. Zwar nicht besonders teuer, aber man kann. So, dann gibt's, da gibt es genau, da gab es später noch irgendwo eine Apfelquest, wo man die ganzen Äpfel zusammensuchen muss. So, Taylor, mit dem laber ich jetzt noch nicht. Pallas! Jo, hallo? Kollege! Ich brauche die Namen von allen, die die Vulkanfestung verlassen dürfen. Aha! Und wofür brauchst du diese Namen? Ich führe Ermittlungen im Mordfall Hemmler durch. Oh Mann, das sieht so geil, wenn man sowas Du bist sagt. Also damit beauftragt worden. Ja. Ich hoffe, dass von du darüber Inquisitor deine Grundausbildung nicht vernachlässigst. Natürlich nicht. So, dann sag mir, was du bereits getan hast. Dann helfe ich dir. Ja. Wow, gut, dann gehe ich halt kurz zu Bronco und lass mich kurz ein bisschen im Stabkampf unterrichten, meine Güte. Bronco, Kollege, gehen wir mal. Ich habe mir einen Stab besorgt. Und? Willst du jetzt dafür einen Orden? Ja, wäre schon geil. Ja, ein Orden würde mir gefallen. Du bist doch dümmer, als ich dachte. Aber warte nur, das werden wir dir... Junge, du verstehst echt keinen Sarkasmus aus. Du wirst jetzt lernen, wie du deinen neuen Stab richtig benutzt. Tucker, William und Carter... Mit beiden Händen rauf und runter, ne? Wenn sie mit dir zufrieden sind, kommst du wieder zu mir. Und mach keinen Scheiß. Ich behalte dich im Auge. Hast du das verstanden? Alles klar. Dein mangelnder Respekt einem Meister gegenüber ist ein Zeichen von Schwäche. Und Schwäche bedeutet für einen Krieger Schmerzen. Klar, was ich meine. Schön, dass ich Magier werden will, ne? Oh, komm. Ja, Meister Bronco. Muss ich ihn jetzt echt Meister nennen? Was für ein Scheiß. Und komm erst wieder, wenn du trainiert hast. So eine Scheiße, ey. Kato. War Kato? Ja, das war einer von denen, mit denen ich gelabert hab. Die neue. Na, Süße? Darfst du auch schon mit einem Stab spielen? Lies lieber ein Buch. Dann tust du dir nicht weh, Frischling. Schwör ab. Jo, Junge, ich hau dir gleich so hart aufs Maul. Ich werde bestimmt nicht Kindermädchen für dich spielen. Ich hab auch besser dann spiel Boxsack für mich. Na schön, pass auf. Wenn du mit Tucker und William fertig bist, und jetzt zu. Boah, den Typen, oh, auf den freue ich mich. Den mache ich so richtig schön fertig. Jo, William, was geht ich ab? Ich bin William. Hast du dich auch freiwillig gemeldet? Ja, habe ich. Das ist gut. Es ist wichtig, Männer an unserer Seite zu wissen, die aus freiem Herzen für unsere Sache kämpfen. Was ist eure Sache eigentlich? So, egal, scheißegal. Ich will jetzt erstmal nur aufs Trainieren. Also, dann erkläre ich dir mal, wie das hier läuft. Bei Tucker kannst du deine Stärke trainieren. Ich zeige dir, wie du mit einem Stab kämpfst. Ich bin zwar noch weit davon entfernt, ein Meister zu werden, aber für ein paar grundsätzliche Techniken wird's schon reichen. Ja, dann wenn schau mal, Tucker ja. mit dir zufrieden ist, machen wir zwei einen Kampf. Und dann? Tja, dann musst du nur noch gegen Kato antreten. Und dann mache ich Bronco fertig. Aber sieh dich richtig? Vor, der Kerl ist ein ziemliches Arschloch. Ja, das habe ich schon mitbekommen. So. Ich dachte, Bronco wäre hier das Arschloch. Oh Mann. Tja, Kato steht ihm in nichts nach. Lass dich von dem Mistkerl nicht verarschen. Dem poliere ich noch die Fresse, keine Sorge. Ich will meinen Kampfstil verbessern. Kampfstab plus Kein eins. Kein Problem. Vergessen wir die Sache. Ich muss erst ein paar Sachen verkaufen. Oh mein Gott. 200 Gold. Willst du mich verarschen, ey? Zeig mir. Ja gut. So viel ist es gar nicht. So, Goldring weg. Die Perle kann weg. Der Diamant kann weg, die können allesamt weg, die Zähne, der Scheiß kann weg, das Eisenerz behalten wir mal. Himmlers Goldbeutel, den behalten wir logischerweise, den muss ich auch aufmachen. Was kann ich ja sonst noch verkaufen? Bolzen, ja, ich werde keine Armbrust benutzen, also raus damit. Und stabiler Ast kann raus, die Knüppel können raus, das Schwert behalte ich mal. Die Pfeile behalte ich auch mal. Weiß man nie, was man damit machen kann. Die Fläschchen kann ich raushauen. Das Messer muss ich behalten. Die Besen kann ich raushauen. Pfanne brauche ich nur eine. Aber ich würde sagen, dabei lassen wir es mal. Warenkorb handeln. Her mit dem Geld. Dankeschön. Okay, jetzt aber. Stabkampf 2. Ich. Kein. Unterrichte mich im Stabkampf.
Wie du angreifst und parierst, weißt du ja schon. Anstatt den Angriff deines Gegners einfach zu parieren, schlag seine Waffe beiseite und bereite deinen eigenen Angriff vor. Das nennt man Konterparade. Das Wichtigste dabei ist, einen Gegner genau zu beobachten. Wenn du im richtigen Moment triffst, kommt er ins Straucheln und du kannst direkt wieder angreifen. Na dann, das klingt doch gut. Stabkampf 3, da kostet natürlich ein bisschen mehr Asche. So, jetzt gehen wir erstmal hier in... Jetzt öffnen wir den mal. 25, naja, besser als nichts. Tucker, wo ist Tucker? Guck mal, Tucker ist glaube ich dahin. Kann das sein? Bist du Tucker? Yep. Hey, du bist neu hier, was? Ich bin Tucker, Rekrut der Inquisition. Haha, was für ein Hohn. Dieselben Leute, die mich in Ketten gelegt haben, wollen jetzt, dass ich für sie kämpfe. Das scheint dir nicht zu gefallen. Denk doch mal nach. Wenn sie uns schon zum Dienst ranziehen, dann ist die Kacke am Dampfen. Haben wir denn eine Wahl? Nein, alles, was wir tun können, ist uns vorzubereiten. Eine Stunde Training kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Wo wir gerade davon reden, wir sollen trainieren. Gut, dann wollen wir das mal tun. Damit aus dir ein guter Stabkämpfer wird, musst du Stärke und Technik trainieren. Technik haben wir schon. Ich werde dafür sorgen, dass du was auf die Arme kriegst. Und wenn du trainiert hast, machen wir einen Kampf. Dann kriegst du die Gelegenheit, mir zu zeigen, was du drauf hast. Okay. Ich will an meiner Stärke arbeiten. Das machen wir. Mit Stab längere... Bla bla bla. Ich weiß schon, was es ist. Ich will Stärke. Was du mir sagen willst. Okay, Stärke kann man drauf. 70 Gold, heilige Scheiße, das ist teuer. Weißt du, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier billiger ist, ne? Wenn ich fünfmal auf Stärke plus 1 drücke, aber ich glaube, diese Sachen wird ja sowieso immer teurer, ne? Ja, dann war das so schon schlauer. Das habe ich nicht mehr Gold. Gut so. Hinsicht. So. Was sind die Regeln für den Kampf? Sobald wir die Arena betreten haben, geht's los. Die Arena im Kampf sind überall so lange, bis einer am Boden liegt. Und wer die Arena vorher verlässt, ist ein Feigling. Das ist schon alles. Alles klar, dann hau rein. Ich will gegen dich kämpfen. Na schön, aber keine Tricks. Ich will einen ehrlichen Kampf. Von was für Und mach dir keine Sorgen. Wenn du verlierst, werden wir den Kampf wiederholen. Na dann. Machen wir's kurz. Ja! Und letzter Schlag. Sehr nice. Weiterer Kampfstab für mich. Dankeschön. Oh, so viel geilen Scheiß. Yo, wer ist der Beste hier, ha? Huh? Wer ist es? Ein Fleisch und alles läuft wieder. Was geht ab? Das war gut. Du kannst ja doch was. Unser Training ist beendet. William ist der Nächste, gegen den du antreten kannst. Ausgezeichnet. Dann hauen wir da mal rein. Den zu fragen, wie ich meine Technik verbessern kann, wäre auch nur eine Zeitverschwendung. Da schickt mich doch sowieso nur zu William. Aber gut, dass wir das jetzt hinter uns haben. So, da gibt's Wein und Apfel. Dann haben wir beides mit. Oh, noch ein Apfel. Her damit. William! Ich will gegen dich kämpfen. Dann bist du also mit Tucker fertig? Nun gut, ich bin bereit. Ankommen. Los geht's. Machen wir einen kleinen Kampf. Dann bin ich mal gespannt, wer von uns beiden gewinnt. Ich bin auch ganz schön gespannt, wer uns von uns beiden jetzt einen aufs Maul haut. Sicher nicht der, der das Spiel schon end-off gespielt hat und deswegen recht gut drin ist. Dann komm her! Tja! Okay. Ja. Das mit dem Kontern, das wird erst später richtig gut, wenn man dann ein höheres Level hat. Ja. 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 Okay, ja, soweit, so gut. Und weiter. Zerlegt. Am Anfang ist das Kontern noch ein bisschen schwieriger, weil man da wirklich das Timing perfekt haben muss. Später ist dann wirklich so, dass das Kontern selber als eine Art von Angriff zählt. Jetzt geht's mir aber gerade nicht so besonders. Machen wir mal kurz einen davon rein.
Kollege? Danke für diese Lektion. Ich werde daraus lernen und noch mehr tun. Der Typ ist ja geil. Ich hau ihm voll einen aufs Maul und der so, danke, Mann. Daraus werde ich lernen. Ja, bin mal gespannt, ob der andere Arsch hier hinten auch was daraus lernt. Kollege, du bist dran. Mit Tucker und William bin ich fertig. Dann sind wir jetzt dran, was? Pass gut auf, Kleine. Hier kommt deine erste Lektion. Ein Ordenskrieger ist jederzeit auf einen Kampf vorbereitet. Verteidige dich! Na dann mal los! Ach, du willst ja nicht mal in die Arena gehen, ha? Yo, check, check. Ja. Oh Mann! Ching, ching. Boom. Ja. Was soll das? Maul gibt's. Ja. Ja. Das bringt doch nichts. Boom. Ist immer wieder nice. Was soll das? Nach einer Parade direkt einen schweren Angriff ausführt. Gar nicht schlecht. So, schwachen Mart hier. Ohne, dass er mich einmal getroffen hat, hä? Perfekt, Junge. Ich hab ihn flawless hingekriegt. Flawless Victory, Bitches. Glaubst du etwa, du hast gewonnen? Du hattest Glück, nichts weiter. Du hast mich nicht einmal schlagen können und lagst am Boden. Statt. Und dann werde ich dich nicht mehr schonen. Ja, komm, hau rein. Machen wir sofort. Gehen? Warum gehen wir nicht ins Bad und du seifst mir den Rücken ein? Tritt gegen mich in der Arena. Recht, ey. Oder bist du zu feige? Keine Sorge, du kriegst deine Abreibung. Los jetzt! So, das Großmaul, da freue ich mich drauf. Der kriegt es richtig schön. Der kassiert es richtig hart, ey. Nicht, dass er nicht eben schon kassiert hätte, ne? Aber jetzt hat er nicht mal mehr einen Novizenkampfstab. Jetzt hat er nur noch seinen scheiß Stock hier. Na dann mal los! Chuck, Chuck, Chuck! Komm mal her, Kumpel. Und aufs Maul. Und aufs Maul. Oh, fuck. Und weiter. Und kaputt. Weiter. Und weiter. Wenn man so die Angriffsmuster dieser Typen kennt, dann sind die alles haben kein Problem mehr. So, auf die Weise können wir endgeil irgendwelche Waffen farmen. Aber leider hat er jetzt nichts mehr im Inventar. Aber das hat auch mal extra EP gegeben. Also ja, danke für die Scheiße, ne? Warum liegt hier ein Schädel neben mir? Was ist passiert? Die Fresse poliert, was ist passiert? Du solltest mal mehr trainieren, du Maulheld. Oh, verflucht, mein Schädel. Gibt es noch mehr Gegner für mich? Oder warst du der Letzte? Oh, was? Nein, nein. Geh zu Bronco, verdammter. Was wolltest ich verdammter? Du sagen? Oh, nichts, gar nichts. Ja, ist schlauer so. Hey, du hast Kato in der Arena besiegt. Kato schiebt mich einfach mal so ein bisschen weiter. Mann, ich bin echt froh, dass der mal was aufs Maul gekriegt hat. Kein Problem. Ich hoffe nur, du hast dir damit keinen Ärger eingehandelt. Wieso? Kato sind bestimmt auf Rache. Aber er ist nicht so doof, sich nochmal mit dir anzulegen. Das überlässt er Bronco. Und der kann dir Ärger machen. Und wie sieht dieser Ärger aus? Bronco wird nicht zulassen, dass du dein Training beendest. Er wird dich selbst herausfordern. Dann werde ich ihn schlagen. Das haben schon ganz andere versucht. So, wie viel Gold habe ich denn jetzt? 219. Okay, wenn ich noch ein bisschen Gold farme, dann kann ich Stabkampf 3 machen. Bei Stabkampf 3 lege ich mich dann direkt mit Bronco an, denke ich. Hey, was hast du mit Kato gemacht? Ich habe ihm ein wenig Nachhilfe gegeben. Er kann's brauchen. Er braucht wohl eher mal eine Pause. Jetzt zu uns. Du hast in kurzer Zeit einiges erreicht. Aber ein paar Siege gegen unerfahrene Rekruten machen dich noch nicht zum Krieger. Ach, bin ich nicht ausgegangen. Nein. Um dein Training zu beenden, werde ich persönlich gegen dich antreten. Also, wenn du noch mal pinkeln willst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Gut, danke, dass du das gesagt hast. Ich gehe vorher noch eine Runde trainieren. Wie du willst. So, und mit noch mal eine Runde trainieren meine ich, ich gehe jetzt erstmal rum und sammle die ganzen Äpfel ein, die hier noch gebraucht werden für irgendeine Quest. Hey, Bruder, warte mal. Was geht ab, Bruder? Du kannst den Friedhof nicht betreten, also geh wieder trainieren. Ich mach das nicht gerne, aber wenn du weitergehst, muss ich dich verprügeln. Ich wollte doch nur um die Ecke schauen, Junge. Gibt's da einen Apfel? Nein. Gut, also bin ich schon wieder weg. So ein Sack, ey.
Da fällt mir ein, jetzt habe ich ja was für mein Training getan. Das heißt, jetzt dürfte ich bei Meister Pallas die Liste kriegen für die Leute. Und sobald wir diese Liste haben, heißt es auch schon wieder Schluss für heute. So. Ich habe einen Kampf gegen Tucker gewonnen. Na ja, sehr schön. Training ist wichtig. Dann will ich dir auch weiterhelfen. Ich habe hier eine Liste. Darauf sind die Namen aller verzeichnet, die in letzter Zeit die Festung verlassen haben. Das wird mir weiterhelfen. Gut, dann finde diesen Mörder. Du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Also, so, jetzt schauen wir erstmal drauf. Wer kann alles die Festung verlassen? Carlsen, Tucker, Harlock, Enzo, Ash, Casper, Taylor. Berichtigungen, wir können es verlassen, ja. Wer war das nochmal? Ich habe keinen Dunst mehr, wer das genau war, wer ihn damit versorgt hat. Ich will mal kurz zu Taylor fragen. Ich bin nicht für dich zuständig. Noch rein. Geh zu Bruno. Was weißt du über Hemmler? Hemmler? Ha, der alte Sack. Du mochtest ihn nicht. Der miese Abzocker hat sich die Taschen mit unserem Gold... Abzocker, ne? Wie er das ist das so? Abzocker, wie er das ja, betont. Das ist so. Abzocker? Er hat uns seine Stängel teuer verkauft. Und? Und? Ja, und jetzt ist er tot. Und das ist alles. Die Geschichte ist aus. Das war's. Warst du schon mal draußen? War das doch mal. Ja, aber glaub mir, hier drinnen ist es sicherer als draußen. Wie komme ich hier raus? Pallas öffnet das Tor. Aber er wird es erst tun, wenn Meister Ignatius dich für würdig hält. Wer ist auch noch eine interessante Frage, ne? Hey Mann, ich kann ja verstehen, dass du viele Fragen hast. Aber alles zu seiner Zeit. Du wirst Meister Ignatius schon früh genug kennenlernen. Den haben wir es auch so Also mach dir nicht in die Hose und sieh dir erstmal alles in Ruhe an. So, gut, also Taylor ist es schon mal nicht anscheinend. Gut, automatischer Speichern, das ist ein toller, das ist wirklich ein tolles Stichwort, weil dann hauen wir jetzt auch nochmal so gleich ein paar Speicherungen rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal bei Risen. Dann in Episode 4, ne? Bis dahin, macht's gut und stay heavy!